Hey Leute, Desharts wieder am Start, heute mit einem neuen Tutorial. Es ist kalt, es ist windig, es ist regnerisch. Was gibt es Besseres als den Seemann Akustik? Heute könnt ihr ihn hier lernen. Die Tutorials gibt es jetzt ohne Ende. Sagt einfach an, was ihr noch haben wollt. Ich mach's für euch. Also, ich schwafel nicht lange. Der Seemann für euch jetzt. Und dann wollen wir mit dem Tutorial anfangen. Ist ein bisschen schwer am Anfang, aber keine Sorge, es sieht viel, viel schwerer aus als es ist. Also wenn man es einmal drauf hat, dann ist es kein Problem. Und ihr könnt die Strophe vom Seemann perfekt benutzen, um Spreizung und Dehnung der Finger zu lernen. Also absolut geile Übung. Okay, fangen wir erstmal mit dem Zupfmuster an. Ich erkläre euch das und es bleibt in Intro und in der Strophe komplett gleich. Also egal welchen Akkord wir hier spielen, es ist immer dasselbe. Und zwar Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger und wieder der Zeigefinger. Also. Fangen wir mit dem ersten Akkord an. Das ist ein A, aber keins wie ihr kennt, also A-Dur. Ein bisschen tricky gespielt. Und zwar sieht der so aus, ist eine kleine leichte Spreizung. A-Seite leer, danach mit dem Zeigefinger hier D-Seite zweiter Bund und mit dem kleinen Finger hier G-Seite sechster Bund. Stellt euch schon mal die Hand so ein, dass ihr praktisch später hier alles perfekt greifen könnt. Das heißt praktisch der kleine Finger hier sechster Bund, wie wir schon hatten. Der Mittelfinger ist dann im vierten Bund schon mal bereit und er macht einen kleinen Barré, ist also auch schon bereit. Jetzt zeige ich euch, wie die Akkorde aussehen und dann besprechen wir sie nochmal. Macht eigentlich nichts als den kleinen Finger wegnehmen, die Form spielen, danach den wegnehmen, die Form spielen, den verändern wir in ein A mit einer verminderten 5. Okay, dann nochmal an. Also wir haben den kleinen Finger, das ist ein A, dann A sus 2, dann ein A5, also eigentlich ein Powerchord. Und dann A mit einer verminderten Quinte. Und der spielt sich folgendermaßen. Und zwar das A bleibt leer. Auf der A-Seite logischerweise. Dann mit dem Mittelfinger zweite Bund D-Seite. Und der Zeigefinger hier G-Seite erster Bund. Hätten wir schon die ersten Chords. Ist doch gar nicht so schwer, oder? Weiter geht's. Jetzt geht unsere komplette Hand runter. Und zwar, die Form bleibt beibehalten. Also Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Zeigefinger. Ich spiele einmal vor, dann erkläre ich. So, der Akkord ist ein Gis-Moll 7. Das heißt praktisch A-Seite, 11. Bund. D-Seite, 9. Bund und der kleine Finger geht auf die G-Seite, 11. Bund. Diesen Akkord spielt ihr zweimal. Dann geht der kleine Finger hier, wandert zwei Bünde weiter. Geht wieder zurück. Und das ist dann fertig. Also nochmal im Zusammenhang. Jetzt kommt der nächste Akkord. Das ist ein Fis-Power-Chord mit einer kleinen Sekunde, so wie ich ihn nenne. Ich zeige euch wieder den Akkord und dann zeige ich euch, wie er funktioniert.
Der ist ein bisschen schwerer, weil er hier ganz unten ist und sehr, sehr knackig. Also lasst euch ruhig Zeit. Erstmal erkläre ich euch, was das für Akkorde sind. Also, wie wir schon hatten, Fis Power Chord mit einer kleinen Sekunde. Dann ein Fis 9, also mit der None. Dann der normale Fis Power Chord. Und dann Fis Power Chord mit einer kleinen 7. Zeigefinger 9. Bund A-Seite. Mittelfinger D-Seite 11. Bund. Und der kleine Finger fängt an G-Seite 14. Bund. Da müsst ihr schon echt gut spreizen auf jeden Fall. So, und dann geht es relativ einfach. Und zwar, ich spiele die Form. Kleine Finger geht ein zurück, ein Bund. Dann, es gibt zwei Möglichkeiten, den zu spielen. Entweder ihr nehmt den Ringfinger hier und haut ihn genau unter den Zeigefinger. Ist ein bisschen schwer. Ich würde euch raten, nehmt einfach den und macht einen kleinen Barré hier rauf. Also patscht den rauf. Und der letzte Akkord ist dann praktisch hier der Barré. Und hier die eine Seite wird nur zugedrückt. Also praktisch, ihr habt die drei. Und den hier in der Mitte. Nochmal langsam. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Akkord. Das ist ein Cis 5 erstmal, also ein Cis Power Chord. Wieder natürlich die gleiche Form, also den Cis 5er spielt jetzt einmal. Danach mutiert er zu einem Cis 5 mit einer Major 7. Der Akkord wird folgendermaßen gespielt. Und zwar A-Seite 4. Bund mit dem Zeigefinger. Der Ringfinger spielt 6. Bund D-Seite. Und der kleine Finger G-Seite auch 6. Bund. Dann praktisch, das spielt ihr einmal. Beim zweiten Mal nehmt ihr den kleinen Finger weg und auf dem 5. Bund G-Seite spielt ihr mit dem Mittelfinger die Note. Und dann geht der kleine Finger wieder rauf und es wird wieder zweimal gespielt. Nochmal im Zusammenhang. Jetzt spiele ich euch das komplette nochmal langsam vor im Zusammenhang. Zu den Refrain-Akkorden. Die sind im Vergleich zum Intro und zur Strophe wirklich lächerlich einfach. Fangen wir einfach mal an. Und zwar, das erste ist ein A. Wir spielen den Barré. Zeigefinger raufpappen. Dann den Ringfinger. A-Seite 7. Bund. Darunter den Kleinfinger. Das ist dann die D-Seite 7. Bund. Und den Zeigefinger hier 6. Bund G-Seite. Ich zeige euch jetzt mal die Akkorde und dann zeige ich euch, wie ich das schrammel. Der nächste Akkord ist E. Was ihr eigentlich hier macht beim E-Dur, ganz einfach. Und zwar, ihr nehmt den Zeigefinger hier weg, schiebt das Ganze bis auf Anschlag hoch und schon habt ihr ein E. Der nächste ist dann ein Fis-Moll-Barré. Den spielt ihr folgendermaßen. Zeigefinger hier raufpappen. Dann A-Seite 4. Bund mit dem Ringfinger und darunter der kleine Finger mit D-Seite auch 4. Bund. Und der letzte Akkord im Refrain ist ein Cis-Moll. Das heißt praktisch wieder Zeigefinger Barré, aber diesmal auf der A-Seite beginnend. Danach der Ringfinger, D-Seite 6. Bund, darunter
G-Seite, sechste Bund der kleine Finger und euer Mittelfinger, H-Seite, fünfter Bund. Und am Anfang schrammel ich das eigentlich relativ in Achteln. Also ich zeige euch das mal einmal durch. Später im letzten Refrain mache ich es ein bisschen zackiger, also da wechsle ich einfach mal den Rhythmus. Das zeige ich euch jetzt. Spielt einfach ein bisschen rum, macht den letzten Refrain richtig knallig, also wirklich fett. Jetzt zeige ich euch das Fill, was es auf der Aufnahme gibt, die ich nachgespielt habe von Individu. Also den Link seht ihr hier. Und zwar ist der relativ einfach. Auf der 1 macht ihr immer sowas. Das wäre praktisch, das E-Dur spielt ihr einfach in so einer Art spanischen Rhythmus. Also so. Und zwar geht es so. Ich versuche mal 1 zu zählen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Einfach mal ausprobieren. Relativ easy. Also der schwerste Part ist wirklich das Intro. Und wenn euch das jemand spielen seht, dann habt ihr es auf jeden Fall drauf. Keine Sorge, da wird kein Auge trocken bleiben. Das war der Seemann Rammstein. Jetzt habt ihr alles, um das Ding zu zocken. Ich warte auf eure Version. Hier nochmal ein Link, wo ich das Ding komplett zocke. Zieht's euch rein. Wenn ihr Fragen habt, haut es ins Kommentarboard. Ich freue mich, ich beantworte alles. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Tutorial. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Nicht ausschalten. Leute, das ist die E-Gitarre, die ihr gewinnen könnt beim Desart-Gewinnspiel. Was ihr dafür machen müsst, ist relativ easy. Ihr holt 5000 Leute ran, die das Seemann-Tutorial klicken. Danach macht ihr ein übergeiles kreatives Video, das ihr als Antwort postet. Keine Ahnung, pfeift den Seemann, spielt mit der Geige den Seemann, was ihr wollt, oder dreht ein Seemann ein Video. Ist euch überlassen. Und dann wird eine Jury auswählen, welches Video das geilste ist, und ihr kriegt dieses Teil hier. Also, wenn morgen die 5000 Klicks da sind, dann wird morgen das Ding verlost. Wenn schon die Videos on sind. Wenn es in 20 Jahren ist, dann halt in 20 Jahren. Obwohl, dann gibt es wahrscheinlich schon Holo-Gitarren. Wer weiß. Viel Spaß beim Seemann lernen, viel Spaß bei kreativen Videos. Stay tuned, Desart.